Hörspielprojekt.de, die Community für Hörspielmacher. Fressen und gefressen werden. Ja? Guten Abend. Spreche ich mit Mr. Rogers? Ja. Und mit wem habe ich das Vergnügen? Sie können mich, Mordecai nennen, Mr. Rogers. Einfach Mordecai. Aha. Schön, Mordecai. Und was wollen Sie, wenn ich fragen darf? Falls Sie mir ein Abo andrehen wollen oder vorhaben, mit mir über das bevorstehende Ende der Welt zu diskutieren, sagen Sie es lieber gleich. Oh nein, Mr. Rogers. Sie schätzen mich völlig falsch ein. Der Grund meines Anrufs ist ein ganz anderer. Meinungsumfrage. Gewinnspiel. Sexdate? Wieder falsch, Mr. Rogers. Jetzt kommen Sie zur Sache, Mann. Sie sind impertinent, Mr. Rogers. Aber ich denke, ich kann das entschuldigen. Gut, dann wollen wir mal loslegen. Sie heißen Frank Anthony Rogers, sind 29 Jahre alt, stammen aus Coos Bay, Oregon, sind ledig und kinderlos. Sie haben Betriebswirtschaft und Informatik studiert und arbeiten für die Economic Sale and Trade Association, oder kurz ESTA. Und dort sind Sie in der Division IT und Finanzverwaltung tätig. Woher wissen Sie das? Sind Sie so etwas wie ein Headhunter? Wollen Sie mich abwerben? Mr. Rogers, ich darf Sie bitten, mich nicht zu unterbrechen. Ich schätze es nicht, wenn man das tut. Sagen Sie mal, was fällt Ihnen eigentlich ein? Ihr Vater ist Bürgermeister in Ihrer Heimatstadt. Ihre Mutter ist Hausfrau und Sie haben keine Geschwister. Sie gelten als tüchtig, ambitioniert und äußerst kompetent. Sie wissen, was Sie wollen und wie Sie es bekommen. Einige halten Sie für überqualifiziert für Ihre derzeitige Tätigkeit. Ach ja. Und wissen Sie, wofür ich Sie halte? Ich war noch nicht fertig! Sollten Sie mich noch einmal unterbrechen, sehe ich mich gezwungen, unsere Unterhaltung zu beenden. Und das hätte fatale Folgen für Sie, Mr. Rogers. Ich werde Ihnen Gelegenheit geben, sich zu äußern, wenn ich es für angebracht halte. Haben wir uns verstanden? Also, wo war ich? Ja. Sie arbeiten jetzt seit etwa 3,5 Jahren bei der Easter Unternehmensgruppe. Können Sie mir sagen, was zurzeit Ihre Hauptaufgabe ist? Warum sollte ich? Sie wissen doch ohnehin alles über mich. Wirklich? Ich will es aber von Ihnen hören. Na schön. Im Prinzip bin ich der Mann, der für unsere Bürosoftware zuständig ist. Ich habe auch selbst einige Programme entwickelt. Zum Beispiel für die Buchhaltung, Steuersachen und so weiter. So, und das machen Sie nun schon seit 3 Jahren? So ist es. Ich nehme an, dass man mit Ihrer Arbeit sehr zufrieden ist. Ich denke schon. Seit 3 Jahren. Man hat Ihnen bislang noch keine Beförderung oder eine Gehaltserhöhung angeboten? Doch, schon, aber ich habe abgelehnt. Seltsam. Wirklich seltsam. Warum schlägt ein Mann mit Ihren Qualifikationen, mit Ihrem Genie eine Beförderung aus? Was wollen Sie? Sie haben recht. Es ist an der Zeit, Ihnen den eigentlichen Grund meines Anrufes darzulegen. Sie sind ein Verbrecher! Ein Betrüger! Was? Mit Ihren kleinen, feinen Programmen haben Sie es geschafft, die automatisierten Abrechnungsvorgänge Ihrer Firma zu manipulieren. Ja, und auf diese Weise haben Sie unbemerkt mehrere hunderttausend Dollar an der Steuer vorbeigeführt und das Geld in die eigene Tasche fließen lassen. Warum sollte ich? Ich würde so etwas niemals tun, selbst wenn es technisch möglich wäre. Falsch. Sie hätten es niemals getan. Doch, dann fanden Sie eine veraltete EDV vor. Und ebenso veraltete Vorgesetzte, nicht wahr? So fingen Sie langsam an, das Programm zu entwickeln, um zu testen, ob es auffallen würde, ein paar Cent auf Ihr Konto zu transferieren. Aber als niemand Notiz zu nehmen schien, erhöhten Sie die Summe. Sie haben alles gut durchdacht. Aber dennoch ist Ihnen ein kleiner, aber alles entscheidender Fehler unterlaufen. Und ich kann es beweisen. Sie rufen hier an und beschuldigen mich einfach so? Das ist eine Frechheit, eine Beleidigung. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich kenne Sie nicht einmal. Mr. Rogers, es ist müßig, alles zu leugnen.
Ich habe einen stichhaltigen Beweis. Es hat lange gedauert, aber jetzt ist die Maus endlich in die Falle getappt. Das ist doch nur ein Bluff. Sie wissen einen Dreck. Schon möglich, Mr. Rogers. Wollen Sie es darauf ankommen lassen? Sie sind geisteskrank. Sie sind geisteskrank. Sie... Contenance, Mr. Rogers. Bewahren Sie die Contenance. Denken Sie in Ruhe darüber nach. Was würde geschehen, wenn ein gewisser jemand sein Wissen an, ja, sagen wir mal, die Polizei weitergeben würde? All das schöne Geld, das Sie erschlichen haben, wäre fort. Nicht gerade schön, wenn man sich einen gewissen Lebensstil angeeignet hat, nicht wahr? Lassen Sie mich in Ruhe. Lassen Sie mich in Ruhe. Wie lange würde man Sie einsperren? Vielleicht 3 Jahre, vielleicht länger. Und dann Ihr armer Vater. Mit einem kriminellen Sohn müsste er als Bürgermeister früher oder später zurücktreten. Denken Sie nicht? Hören Sie auf. Hören Sie auf damit. Eine scheußliche Vorstellung, nicht wahr? Das Gefängnis, meine ich. Und ja, was kommt danach? Sie würden in Ihrem Beruf nie wieder arbeiten können. Einen Schurken wie Sie würde man nicht einmal mit der Kaffeekasse allein lassen. Ich gehe nicht in den Knast. Vielleicht habe ich mich etwas missverständlich ausgedrückt. Ich will Sie nicht ins Gefängnis bringen, oder besser gesagt, ich hoffe, Sie nicht ins Gefängnis bringen zu müssen. Warum behelligen Sie mich dann? Wozu dieses Katz-und-Maus-Spiel? Katz-und-Maus-Spiel? Hoho, wie treffend, ja. Ich bin die Katze, die ihre Beute fest zwischen den Krallen hält, ja. Sie genießt es, mit ihrem Opfer zu spielen. Ihm Angst einzujagen, bis sie die kleine piepsende Maus frisst. Oder lässt die Katze die Maus schließlich doch laufen? Was soll das heißen? Wollen Sie mich erpressen? Einen unschuldigen Mann kann man doch nicht erpressen. Verdammt nochmal. Schön, Sie haben mich. Endlich, Sie fügen sich. Gut, dürfte ich Sie dann bitten, einen Blick in Ihren Briefkasten zu werfen? Die Post ist heute nicht gekommen, der Briefkasten ist leer. Wirklich? Naja, schauen Sie doch bitte trotzdem nach. Na schön, wenn es Ihnen Spaß macht, schaue ich eben nochmal in meinen leeren Briefkasten. Fündig geworden, Mr. Rogers? Ich denke schon. Wären Sie so freundlich, mir mitzuteilen, was Sie in Ihren Händen halten? Einen braunen Umschlag. Sehr gut. Öffnen Sie den Umschlag. Und? Scheint ein Foto drin zu sein. Bragman. Sie kennen die Person auf dem Bild? Ja. Handelt es sich vielleicht um Simon Bragman, den Chef der E-Star Unternehmensgruppe? Wenn Sie es selbst wissen, warum fragen Sie mich dann? Haben Sie den Umschlag in meinen Briefkasten gelegt? Irrelevant. Ich wollte nur sicherstellen, dass wir uns nicht missverstehen. Aber was wollen Sie von mir? Was ich von Ihnen will? Ich möchte Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Ich möchte, dass Sie diesen Mann für mich liquidieren. Was? Töten Sie Simon Bragman und niemand wird etwas von Ihren illegalen Machenschaften erfahren. Sie sind ja wahnsinnig. Ich bin doch kein Mörder. Töten Sie ihn. Scheiße. Scheiße. Ich bin kein Mörder. Frank? Charlotte? Ach, du bist es. Alles in Ordnung bei dir? Ja, das war nur der Fernseher. Hörte sich im ersten Moment nach dir an. Naja, also ich wollte nur sagen, dass ich gerade in meinem neuen, traumhaften Cabrio durch die Stadt gefahren bin. So? Ja, das ist wirklich ganz toll, Charlie, aber... Du hättest all die neidischen Blicke sehen sollen. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass sie dich befördert haben. Sich vor Augen hält, dass du vor kurzem, das bin ich übel, Schatz, quasi ein Niemand warst und jetzt, du weißt ja, Madison und Lexi haben mir dazu geraten, die Finger von dir zu lassen, weil sie der Meinung waren, dass du mir nichts bieten könntest. Und dann steht da plötzlich dieser Wagen vor meiner Tür. Einfach so.
Wenn die den sehen, wenn die Geld vorneid, dann werden sie verstehen, weshalb ich dich zurückgenommen habe. Charlotte, ja mal... Willst du mich denn gar nicht fragen, aus welchem Grund ich in der Stadt war? Frankie? Doch schon, ich aber... Ich hab mir ja nur ein Bikini gekauft. Betont meine besten Stellen und ist top aktuell. Ich könnte es nicht ertragen, in unserem Urlaub mit einem Teil aus der alten Kollektion gesehen zu werden. Ja, toll. Charlotte... Ach, du hast ihn ja noch gar nicht gesehen. Oh, und bevor ich es vergesse, ich hatte daran gedacht, dich jetzt doch meinen Eltern vorzustellen. Jetzt, wo wir offiziell ein Paar sind. Wie passt es dir am kommenden Sonntag? Wir könnten ja im Oysterhaus zu Abend essen. Och, Daddy liebt die Steinkrabbenzangen, die es dort gibt. Na, was meinst du? Hallo? Frank, bist du noch dran? Bitte hör mir doch mal zu. Ich kann jetzt wirklich nicht reden. Ich ruf dich später noch mal an. Hä? Wie jetzt? Verdammt, verdammt, verdammt. Ja, Frank Rogers? Sie telefonieren viel, Mr. Rogers. Vielleicht habe ich ja gerade die Polizei alarmiert. Die können Ihren Anruf zurückverfolgen und... Mr. Rogers, Sie sind einfach unverbesserlich. Sie sollen sich als Komiker versuchen. Köstlich. Aber als Schauspieler sind Sie wirklich ganz miserabel. Hören Sie, Mordecai... Ich werde und ich kann keinen Menschen töten. Niemals. Und schon gar nicht meinen Chef. Lassen Sie uns ein bisschen über ihn sprechen. Kennen Sie Simon Brickman gut? Mr. Rogers? Ich kenne ihn nicht persönlich. Er ist ja nicht mein direkter Vorgesetzter. Ich habe ihn nur ein paar Mal im Vorbeigehen gesehen. Was wissen Sie über Brickman? Nicht viel. Nur das, was man in den Medien so mitbekommt. Und natürlich wird auch häufiger in der Firma über ihn gesprochen. Erleuchten Sie mich. Soll das heißen, dass Sie Brickman überhaupt nicht kennen? Das können wir ruhig einmal annehmen. Also verstehe ich das richtig. Sie wollen, dass ich einen Ihnen völlig unbekannten Menschen abmurkse? Das soll Sie nicht weiter kümmern. Was wissen Sie über Brickman, Mr. Rogers? Soweit ich weiß, stammt Brickman aus einer jüdischen Einwandererfamilie. Er hat die Esther-Unternehmensgruppe quasi aus dem Nichts hochgezogen und im Alleingang zu einem der weltweit größten Unternehmen im Rohstoffhandel gemacht. Weiter! Brickman dürfte so um die 70 sein. Er ist mehrfach geschieden, hat aber nur einen Sohn. Der heißt, glaube ich, Aiden Brickman und arbeitet im Unternehmen. Ich habe ihn aber noch nie gesehen. Wahrscheinlich übernimmt er irgendwann mal das Ruder, wenn Brickman Senior von Bord geht. Was sehr bald sein kann, denn um seine Gesundheit soll es ja nicht besonders gut stehen. Brickman soll erst vor kurzem seinen dritten oder vierten Herzinfarkt gehabt haben. Das genügt, Mr. Rogers. Ich danke Ihnen. Wie Sie sehen, würden Sie Simon Brickman vermutlich sogar einen Gefallen tun, wenn Sie ihn von seinem Herzleiden befreien. Es ist sicherlich kein besonders behagliches Gefühl, wenn man weiß, dass man in absehbarer Zeit aus dem Leben scheiden muss. Das mag ja sein, aber es ist keine Freikarte, jemanden umzubringen. Ach, jetzt mimen Sie doch nicht die Moralapostel. Diese Rolle steht Ihnen nicht. Und was ist Ihr Motiv, Mordecai? Motiv? Fragt die Maus die Katze, warum Sie... Sagen Sie es mir doch einfach. Welchen Vorteil erhoffen Sie sich von Brickmans Tod? Sie sollten weniger Fragen stellen. Konzentrieren Sie sich lieber auf Ihren Auftrag. Oder sollte ich besser sagen, unseren Deal? Deal? Was springt denn für mich raus aus diesem Deal? Die leise Hoffnung, dass Sie mich nicht bei der Polizei anschwärzen? Viel besser. Sollten Sie sich an Ihren Teil unseres Deals halten, bekommen Sie den Beweis. Sie können ihn dann von mir aus vernichten... Ja, wie auch immer. Die Sache wäre vom Tisch. Woher weiß ich, dass Sie die Wahrheit sagen? Ich sage die Wahrheit. Ich gebe Ihnen mein Wort. Ihr Wort? Na, das ist ja großartig. Ich kenne Sie nicht einmal. Und selbst wenn ich mich auf diesen irrwitzigen Pakt einlassen würde, ich könnte niemanden töten. Sie haben recht. Wie bitte? Ja, Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen. Wie sollen Sie einen Menschen umbringen, wenn Sie gar keine Waffe haben? Das habe ich nicht gemeint. Ich meinte... Doch, ein kluger Einwand, Mr. Rogers. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe für alles gesorgt. Befinden Sie sich gerade im Schlafzimmer? Nein. Wieso? Gehen Sie doch bitte mal in Ihr Schlafzimmer. Was haben Sie vor? Sind Sie schon da? Nein. Los, gehen Sie schon. Jetzt? Ja. Heben Sie bitte die linke Bettdecke hoch.
Sie waren in meiner Wohnung. Da liegt eine Pistole in meinem Bett. Das ist unpräzise. Es handelt sich hierbei um eine Smith & Wesson Target Champion. Eine Weiterentwicklung der M59 und damit auch für Ungeübte leicht zu beherrschen. Es versteht sich von selbst, dass sie nicht registriert ist. Wie sind Sie in mein Haus gekommen? Irrelevant. Es befinden sich 2 Patronen im Magazin. Nur 2. Haben Sie verstanden? Das ist wichtig. Das ist wichtig für den Fall, dass Ihr erster Schuss sein Ziel verfehlen sollte. Sie haben nur diese beiden Versuche. Sie finden zudem eine Anleitung in Ihrem Bett, die Ihnen die Handhabung der Waffe erklärt. Ich kann das nicht. Bitte. Kennen Sie den Grand Golf Club in Naples? Nein. Sie nehmen den Exit 105, biegen an der Kreuzung links ab und folgen der Livingston Road. Nach etwa 300 Yards sehen Sie dort schon den Club. Bregman pflegt dort jeden Freitag gegen 2 Uhr an seinem Handicap zu arbeiten. Er wird morgen den letzten Golfkurs nehmen vom Clubheim aus gesehen. Die Vegetation dort bietet genug Möglichkeiten, unerkannt auf Bregman zu schießen und ungesehen wieder zu verschwinden. Ich schlage vor, Sie sind etwas früher vor Ort, um sich mit den Gegebenheiten vertraut zu machen. Bitte verlangen Sie das nicht von mir, es muss doch einen anderen Weg... Morgen um 2 Uhr, Grand Golf Club in Naples. Ich dulde kein Versagen. Bitte, bitte, ich flehe Sie an. Sollte Bregman um 3 Uhr noch leben, empfehle ich Ihnen, die Waffe gegen sich selbst zu richten. Francis Ferguson? Francis, hier ist Simon. Tut mir leid, dass ich so spät noch anrufe, aber mir liegt die Sache wirklich am Herzen. Ist der Vertrag fertig? Na, hallo Simon. Kein Problem, ich war ja schon immer ein Nachtmensch. Da wiederholen sie im Fernsehen immer die alten Serien. Dallas kann man gar nicht oft genug gucken. Ich sollte mir mal die DVD-Sammlung zulegen. Francis, der Vertrag. Ist der Vertrag fertig? Oh, ja, der Vertrag. Natürlich. Ich habe den Gesellschaftsvertrag deiner Firma schon heute Nachmittag deinen Wünschen entsprechend angepasst und überarbeitet. Wenn du anrufst und einen Auftrag hast, muss mein gesamtes Team die Arbeit einstellen. Also hat es funktioniert? Ja, ganz recht. Er tritt ab morgen in Kraft. War nicht besonders viel Arbeit. Auch wenn ich nicht verstehe, warum du es damit plötzlich so eilig hattest. Seit Jahren hast du nichts mehr an diesem Vertrag geändert. Es ist also ganz sicher alles unter Dach und Fach? Natürlich. Du kannst dich wie immer auf mich verlassen. Ach, da bin ich erleichtert. Jetzt brauche ich erstmal einen Drink. Ist alles in Ordnung, Simon? Ja. Du wirkst ein bisschen angespannt. Alles in Ordnung. Ich wollte nur die Zukunft meiner Firma in trockenen Tüchern wissen. Es kann ja immer etwas Unvorhergesehenes passieren. Ach, Simon, nun werd mal nicht albern. Wir beide sind doch in den goldenen Jahren. Ach. Es ist doch noch viel zu früh, um ans Abtreten zu denken. Oder gibt es da etwas, was du mir verschwiegen hast? Nein, nein. Muss ich mir Sorgen machen? Ganz und gar nicht. Aber du kennst mich. Ich habe gerne alle Eventualitäten geklärt. Nichts hasse ich mehr als Überraschungen. Dann ist ja gut. Ich dachte schon, unser Segeltrip sei ernsthaft in Gefahr. Aber nochmal zum Vertrag. Was ist mit dem Vertrag? Ist er anfechtbar? Nein, nein, beruhig dich. Er ist rechtsgültig. Das Notariat Ferguson steht schließlich für Qualität. Aber, Simon, als Freund komme ich nicht umhin, mich zu wundern. Wozu all die Hektik? Also, Fergie, deine Freundschaft in allen Ehren, aber ich habe dich nicht als Freund mit dieser Sache betraut, sondern ausschließlich in deiner Eigenschaft als Notar. Was ist denn los, Simon? Bedrückt dich irgendwas? Ach, ich kann es einfach nicht leiden, wenn man sich in meine Geschäfte einmischt. Schon gut, schon gut. Es geht mich ja wirklich nichts an. Aber ich wundere mich schon, warum du jetzt plötzlich die Klausel streichen wolltest, nach der dein Sohn die Nachfolge von Esther antreten soll. Hat Aiden etwas angestellt? Entschuldige bitte mal, aber das ist ja wohl ganz allein meine Sache. Warum bist du denn so aggressiv? Habt ihr euch überworfen? Nein. Aber warum schenkst du ihm dann so wenig Vertrauen? Ich kenne Aiden zwar nicht besonders gut, aber er wäre doch bestimmt ein hervorragend geeigneter Chef für deine Firma. Aiden? Dieser unfähige Tagedieb? Ein geeigneter Chef für Esther? Tickst du noch ganz richtig? Simon, du redest hier von deinem eigenen Sohn. Und außerdem hast du ihn doch selbst in den Vertrag aufgenommen. Na schön. Es geht dich zwar nichts an, aber ich hatte das damals nur seiner Mutter zuliebe gemacht. Aber da wusste ich noch nicht, dass sich Aiden zu einem Nichtsnutz entwickeln würde. Aber Simon... Ach, hör doch auf! Du weißt doch selber, dass Aiden nichts taugt. Ich bin schockiert, was für eine geringe Meinung du von deinem Sohn hast.
Aiden ist vielleicht anders als du, aber er hat sicherlich auch seine Stärken. Ist er nicht ein begabter Pianist? Ein verlauster Musiker war er. Aiden hatte keinen festen Wohnsitz und nur die Kleidung, die er am Leib trug, als ich ihn nach fast 10 Jahren das erste Mal wieder sah. Soweit ich weiß, lebte er im Auto und zog mit seiner Kapelle von einer versifften Kneipe zur anderen, um dort 1-2 Pennys für seine Affenmusik zu bekommen. Seine Mutter hat mich aus dem Totenbett heraus angebettelt, ich solle mich endlich um meinen einzigen Sohn kümmern. Ja, und das habe ich auch getan, auch wenn Aiden in der Firma zu nichts zu gebrauchen war. Ich bezahle ihn fürs Kaffeetrinken und fürs Flirten mit den Sekretärinnen. Aber auf diese Weise ist er wenigstens runter von der Straße und kann meinen Namen nicht länger in den Dreck ziehen. Ich bin sprachlos. In all den Jahren ist mir dein wahrer Charakter anscheinend verborgen geblieben. Und wenn schon, für mich zählt nur, dass Aiden keine Macht über mein Unternehmen bekommt, wenn ich den Löffel abgebe. Ich könnte den Gedanken nicht ertragen, dass Aiden mein Lebenswerk zunichte macht. Ich will Esther in sicheren Händen wissen. Andrew Nielsen, ja, Andrew Nielsen soll meine Firma weiterführen, wenn ich nicht mehr bin. Der Mann hat Format. Tja, und so steht es jetzt auch im Vertrag. Andrew Nielsen wird im Falle des Falles dein Nachfolger bei Esther. Auch wenn du es nicht hören willst. Aber ich finde es eine Unverschämtheit deinem Sohn gegenüber. Du weißt nicht, wovon du sprichst. Aiden würde meine Firma innerhalb weniger Monate zugrunde richten. Simon! Nein, du hast recht. Ich tue meinem Sohn Unrecht. Er würde gar nicht erst versuchen, das Unternehmen weiterzuführen. Wahrscheinlich würde er die Firma im Handumdrehen an irgendeinen japanischen Großkonzern verkaufen, um sich Rücklagen für sein Playboy-Leben zu schaffen. Jetzt reicht es aber, Simon. Wir sollten das Gespräch an dieser Stelle besser abbrechen, Francis. Gut. Dasselbe gilt im Übrigen auch für unseren Segeltörn. Aha, ja, von mir aus gern. Was kümmert mich dein lächerlicher Segeltörn? Gute Nacht, Simon. Oh, was für ein verkorkster Spinner! Segelausflug! Aber was rege ich mich eigentlich auf? Morgen um diese Zeit ist alles vorbei. Sowas. Schon wieder ein echter Fubar, was? Ist ja auch kein Wunder. Du gibst dir einfach keine Mühe. Ach doch. Es will nur heute irgendwie nicht gelingen. Ach was. Ich weiß zwar nicht, wo du mit deinen Gedanken bist, aber ganz sicher nicht auf dem Kurs. Naja, Matt, du weißt ja, die Arbeit frisst mich auf. Ich kann sowieso nicht verstehen, warum du nicht mehr kürzer trittst. Du hast es doch schon längst nicht mehr nötig, arbeiten zu gehen. Deinem Handicap würde etwas weniger Arbeit auf alle Fälle guttun und ganz sicher auch deine Gesundheit. Du siehst in letzter Zeit ziemlich krank aus. Esther braucht mich. Mehr als du Esther brauchst. Oh, was soll denn das jetzt wieder? Sind Suggestivfragen vor Gericht nicht verboten? Was ist denn das da? Im Gebüsch? Ned? Ich fass es nicht. Was hast du? Wart mal, Simon. Ich glaube, ich habe da was gesehen. Nein, warte. Matt, bleib weg von dem Gebüsch. Hör doch! Wo denkst du hin? Den schnapp ich mir. Na, warte. Na, wen haben wir denn da? Klar, nee, sehe ich genauso. Ich würde das auch wütend machen. Nee, aber das ist ja nur ein Gerücht. Jetzt stellt er mich nicht so rein, Aiden. Wer weiß, was da wirklich läuft. Ich muss Mr. Brackman sprechen, hören Sie? Moment bitte. Kann ich Ihnen helfen? Ich muss Mr. Brackman sprechen, sofort. Es ist sehr wichtig. Haben Sie einen Termin? Nein, aber ich... Ja, dann kann ich leider nichts für Sie tun. Mr. Brackman! Sir. Es ist ungeheuer wichtig. Bitte lassen Sir, Sie mich zu ihm. Ich darf Ihnen. Sie bitten, hier nicht so rumzuschreien. Das hier ist die Chefetage. Mr. Brackman! Verdammt nochmal, ich muss zu ihm, du bescheuerte Tipse. Es geht um Leben und Tod. Sie beruhigen sich jetzt auf der Stelle, oder ich rufe den Sicherheitsdienst. Hören Sie mir nicht zu, es geht um das Leben von Mr. Brackman. Ah, da ist er ja. Mich hat er da was angeblinzelt im Gebüsch. Sieh mal. Hä? Oh, ich verstehe. Das ist doch einer deiner Gravurbälle, oder? Sehr richtig. MK in goldenen Lettern.
Die Dinger waren nicht billig, das kannst du mir glauben. Diesen kleinen Bengel hier hatte ich letzte Woche verloren. Oder vor 2 Wochen, naja. Jedenfalls hatte ich gleich bemerkt, dass mir einer fehlt. Und wie es der Zufall will, ist meine Sammlung jetzt wieder komplett. Ja, also freut mich für dich, Matt. Vielleicht sollte ich mir auch mal ein paar gravierte Bälle zulegen. Ja, sicher doch. Kannst du im Club machen lassen. Vielleicht würdest du dann auch wieder besser treffen. Und jetzt bin ich an der Reihe. Gar nicht übel. Vielleicht ein halbes Eisen zu wenig. Tja, das war's dann wohl mit dem Birdie. Zu dumm. Komm, wir machen mal eine kleine Pause. Nein, lass uns das letzte Loch noch zu Ende spielen. Na komm schon. Wir setzen uns nur einen Moment auf die Bank und trinken etwas. Ganz kurz. Ach, na schön. Ja. Kein wirklich gutes Wetter heute, wie? Vom Sunshine State merkt man jedenfalls wenig. Mhm. Und überhaupt ist das Grün für mein Empfinden ganz schön aufgespiked. Gut, dass heute endlich wieder gemäht wird. Du verhältst dich ziemlich merkwürdig, alter Knabe. Sonst machst du es mir nicht so einfach, dich zu schlagen. Und was mich am meisten wundert, es scheint dir egal zu sein. Es ist doch nur ein Spiel. Nur ein Spiel. Für dich war es doch noch nie nur ein Spiel. Simon Brackman muss immer zeigen, wer der Boss ist. Ob im Job oder im Sport, du willst immer gewinnen. Nein, du musst immer gewinnen. Du kannst doch gar nicht anders, Simon. Jetzt ist es aber gut, Matt. Wie viele Schläger hast du schon in meinem Beisein vor Wut durch die Luft geschmissen, ha? Wie viele Caddies hast du gefeuert? Sag's mir, Simon. Wie viele waren es? Und jetzt ist es plötzlich nur ein Spiel? Ich werde eben älter und gelassener. Es gibt ja schließlich Wichtigeres im Leben als Golf. Bist du krank oder so? Ich meine es ernst. Ich auch. Aber irgendwas ist doch los mit dir. Deine Haut sieht so gelb aus. Fehlt dir was? Also jetzt hör bitte auf damit, es ist nichts. Na gut, dann vergrab dich halt in deinem Panzer. Bist du zufällig Sternzeichen Krebs? Stier. So. Willst du einen Schluck Wasser? Danke. Ich bin versorgt. Sieh mal einer an. Du hast deinen alten Flachmann dabei. Jetzt ist mir auch klar, warum du so schlecht spielst. Ja, ich muss zugeben, ab und zu mal ein Schlückchen, das ist gut für die Nerven. Willst du auch mal? Danke, aber ich bleib beim Wasser. Hab heute noch Mandanten. Gut, also auf dein Wohl, alter Sportsfreund. Das weckt die Lebensgeister. Wer war eigentlich der Bursche, der dich beim letzten Mal hier abgesetzt hat? Dein Sohn? Was? Nein, das war Nielsen, mein Assistent. Normalerweise nehme ich immer ein Taxi. Nielsen, wie? Kommt mir bekannt vor. Hast, glaube ich, schon mal von ihm erzählt, deiner Spitzenmänner. Ja, das kann man sagen. Nielsen ist der Spitzenmann. Er hat meine Erwartungen bislang immer übertroffen. Und das ist, wie du weißt, alles andere als leicht. Der Junge erinnert mich ein bisschen an mich selbst, als ich in diesem Alter war. Er ist fleißig, ehrgeizig und hat immer die richtige Idee zur richtigen Zeit. Oh, Simon Brackman lobt. Das gibt's nicht alle Tage. Hat dein Prachtkerl etwa auch an dem Verkauf eurer Tochtergesellschaft mitgearbeitet? Ja, aber woher weißt du das? Ich habe da irgendwas im Wirtschaftsteil der Times gelesen, glaube ich. Da ist der Name Nielsen aufgetaucht. Wenn ich mich recht erinnere, war er wohl maßgeblich am Erfolg des Verkaufs beteiligt. Ja, richtig. Nielsen kann überzeugen wie kein Zweiter. So hat er es auch geschafft, unsere marode Tochter für einen unverschämt hohen Preis zu verkaufen. Die haben ihm förmlich aus der Hand gefressen. Sehr gewieft. Dummköpfe, sage ich dir. Aber überzeugen konntest du auch schon immer ganz gut. Ja, vielleicht. Aber in seinem Alter... Mit 35 fuhr ich zwar schon mit einem Porsche zur Arbeit, aber in meiner persönlichen Entwicklung steckte ich noch in den Kinderschuhen. Ach, Matthew, was gebe ich dafür, noch einmal jung und gesund zu sein? Die Zeit hat uns regelrecht überrollt. Jetzt sitze ich hier, am Ende meines Lebens, und mein Körper ist nur noch ein wandelndes Ersatzteillager. Ersatzteillager? Der Herzschrittmacher, der Defibrillator, die ganzen Stands, es ist grausam. Weißt du eigentlich, was ein Defibrillator ist? Hab mich noch nie näher damit beschäftigt. Ja, ging mir auch so. Und jetzt sitzt dieses kleine Metallkästchen unter meiner Haut, unterhalb meiner linken Schulter und ist durch ein Kabel direkt mit meinem Herzen verbunden.
Er versetzt mir Elektroschocks, wenn mein Herz ungleichmäßig schlägt. Und damit fühlst du dich wie eine Menschmaschine. Eine Menschmaschine, die bis zu den Knien schon in der Erde steckt. Na, resignierst du etwa schon? Alle diese Dinge sind doch gut für dich. Ihnen hast du dein Leben zu verdanken. Komm, alter Junge, lass es mal weiterspielen. Wer rastet, der rostet. Für dich kann es ja nur noch besser werden, oder? Besser werden? Simon, was ist los mit dir? Miss Clifton, was ist denn das für ein Lärm hier draußen? Oh, verzeihen Sie, Mr. Nielsen. Aber dieser Herr hier führt sich auf, als ob... Mr. Nielsen, ich muss mit Mr. Brackman sprechen, sofort. Soll ich den Sicherheitsdienst rufen, Mr. Nielsen? Nein, lassen Sie mal, Miss Clifton. Nun, Mr. Rogers. Frank Rogers, ich arbeite in der IT. Sie müssen mich zu Mr. Brackman bringen. Aha, also, Mr. Rogers, es tut mir leid, aber Mr. Brackman ist im Augenblick nicht zugegen. Vielleicht kann ich Ihnen ja weiterhelfen. Oh, verdammt! Soll ich wirklich nicht besser... Ach, schon gut, das ist nicht nötig. Kommen Sie, Mr. Rogers, wir unterhalten uns in Ruhe miteinander. Was auch immer Sie auf dem Herzen haben, ich denke, Sie können sich ebenso gut an mich wenden. Das glaube ich kaum. Na, wir werden sehen. Kommen Sie mit. Mr. Nielsen, sind Sie sicher? Es ist gut, Miss Clifton. Wir gehen in den Präsentationsraum. Verrückter Idiot. Nein, nicht du. Nein, so ein Typ, der hier gerade aufgekreuzt ist. Egal. Wo waren wir stehen geblieben? Genau. Ja, also ehrlich, da bin ich echt auch überfragt. Ich danke Ihnen, Mr. Nielsen, aber jetzt setzen Sie sich, Mr. Rogers. Entspannen Sie sich erstmal. Danke. Es tut mir leid, dass ich Ihnen solche Umstände bereite. Ach, halb so wild. Ich bin mir sicher, Sie haben Ihre Gründe. Keine Sorge, davon kommt nichts in Ihre Personalakte. Sie können ganz frei und offen sprechen. Dafür bin ich Ihnen sehr dankbar, Mr. Nielsen. Aber was ich zu sagen habe, ist nur für Mr. Brackman bestimmt. Ja, also, Mr. Brackman ist nicht hier. Er spielt freitags immer Golf und lässt sich normalerweise vorher nicht im Büro blicken, außer es findet ein Meeting statt. Und da ich sein Assistent bin, kenne ich Brackman ziemlich gut. Und offen gestanden, Sie hatten eben eine Menge Glück. Inwiefern? Ja, dass er nicht da war. Sie hätten sonst neben Ihrer Beherrschung auch noch Ihren Job verloren. Aber es geht doch um ihn. Ich bin doch hier, um zu helfen. Na, das macht für ihn keinen Unterschied. Er hält nicht viel von Menschen, die in der Hierarchie derart weit unter ihm stehen. Er würde sie nicht anhören. Ich hingegen schon. Können Sie mir vielleicht seine Telefonnummer geben? Sie werden verstehen, dass ich zuvor erfahren müsste, worum es geht. Mr. Brackman würde es missfallen, wenn ich seine Nummer an jeden x-beliebigen Mitarbeiter weitergäbe. Aber... Ach, Himmel, nun seien Sie doch nicht so verschlossen. Von mir haben Sie doch nichts zu befürchten. Ich weiß nicht. Hier, ich schlage vor, wir genehmigen uns einen kleinen Schluck Whisky. Der wird uns beiden gut tun. Wir haben Whisky in unseren Präsentationsräumen? Oh, eigentlich nur in diesem hier, weil er in der Nähe meines Büros ist. Ab und zu halten wir hier die ein oder andere außerplanmäßige Konferenz ab, wenn Sie verstehen. Aber das bleibt bitte unter uns. Kennen Sie sich mit Whisky aus, Mr. Rogers? Naja, ein bisschen schon. Glenfiddich Single Malt. Sagt Ihnen das was? Ja, sicher. Ja, aber ich wette, Sie kennen nur den 12- oder vielleicht den 15-Jährigen. Stimmt's? Aber das hier ist ein 30-jähriger Glenfiddich. Kostet gut und gerne $250. Oh. Hier, bitte, probieren Sie. Danke. Nicht so hastig, Mr. Rogers. Der Whisky sollte wenigstens die Zunge berühren. Und? Habe ich zu viel versprochen? Ich danke Ihnen. Wirklich ein großartiger Whisky. Ja, und er beruhigt die Nerven. Noch einen? So, und nun kommen wir mal zur Sache. Was wollen Sie von Mr. Brackman? Naja, wo fange ich da an? Also,
Ich habe Mr. Brackman etwas mitgebracht. Ja, das können Sie doch auch mir geben. Nein, ich bezweifle, dass Sie das hier allen Ernstes haben wollen. Um Gottes Willen! Wie? Nein, ich will Ihnen damit doch nichts tun. Mann, Rogers, was ist denn los mit Ihnen? Nehmen Sie die Knarre runter! Mr. Nathan, ist alles in Ordnung? Glauben Sie mir, ich kann Ihnen alles erklären. Die Waffe ist nicht einmal geladen. Bitte. Ja, Miss Clifton. Alles in Ordnung. Ich bin nur aus Versehen an den Knopf gekommen. Das ist alles. Sind Sie sicher, Sir? Ja. Falscher Alarm. Nun, Mr. Rogers, was haben Sie mit der Waffe vor? Man hat mich beauftragt, Mr. Brackman zu erschießen. Mit dieser Waffe hier. Natürlich habe ich sie vorhin entladen. Ich wollte sie Mr. Brackman nur zeigen, um ihm klarzumachen, wie ernst die Situation ist. Er schwebt in großer Gefahr. Hm. So ist das also. Wer hat sie denn beauftragt? Weiß ich nicht. Wir hatten nur telefonischen Kontakt. Er nannte sich Mordecai. Mordecai? Aha. Sehr merkwürdig. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich tun soll. Tja, was gibt's denn da noch zu überlegen? Tun Sie es! Was? Ich meine, ziehen Sie das Ding durch und knallen Sie den alten Sack ab. Ist das Ihr Ernst? Absolut. Sind Sie dieser Mordecai? Nein, das zwar nicht, aber ich muss zugeben, die Idee finde ich gut. Sie sind es. Sie sind es. Blödsinn. Rogers, denken Sie doch mal nach. Wenn ich Sie angerufen hätte, würde ich jeden Kontakt mit Ihnen scheuen. Ich müsste doch Angst haben, Sie könnten meine Stimme erkennen. Sie haben recht. Aber haben Sie eine Ahnung, warum er sich Mordecai genannt hat? Tja, keine Ahnung. Was bietet Ihnen dieser Typ denn? Darüber will ich nicht sprechen. Es ist auch völlig egal, was er Ihnen bietet. Ich lege 1 Million drauf. Mit Verlaub, Mr. Nielsen, wollen Sie mich verarschen? 2 Millionen. Ist mir gleich. Hauptsache, Sie tun es. Das muss alles ein furchtbarer Albtraum sein. Haben Sie mir was in den Drink gemischt? Ganz und gar nicht. Überlegen Sie doch mal. Es wäre das perfekte Verbrechen. Sie arbeiten in der IT, kennen Mr. Brackman nicht einmal. Niemand würde Sie verdächtigen. Warum verlangt eigentlich jeder von mir, Brackman zu töten? Sind denn alle um mich herum wahnsinnig geworden? Seien Sie bloß leise, Mr. Rogers. Niemand darf etwas erfahren. Los, trinken Sie noch einen kräftigen Schluck. Ich kann es einfach nicht glauben. Sie sind doch sein engster Vertrauter. Warum zum Teufel wollen Sie ihn... Ich meine, warum möchten Sie... Dass er sich eine Suite im Würmerhotel nimmt? Ich will Ihnen mal etwas erzählen über Mr. Brackman. Er ist ein rachsüchtiger, skrupelloser Schurke. Und ich hasse ihn. Er ist der Teufel. Wirklich. Sie wissen ja, dass unsere Firma mit allen möglichen Arten von Rohstoffen handelt. Wie zum Beispiel Öl, Kohle, Blei und... Ja, ist mir bekannt. So. Mr. Brackman betreibt in den Ländern, aus denen die Rohstoffe stammen, moderne Sklaverei. Es sind arme Länder und er erkauft sich die Schürfrechte dort mit Blut. Er arbeitet sogar mit Terroristen zusammen und setzt die Regierungen dieser Entwicklungsländer gezielt unter Druck. Er unterstützt afrikanische Krisengebiete mit Waffen im Tausch gegen Rohstoffe, führt dubiose Ölgeschäfte mit dem Iran und so weiter und so weiter. Und wissen Sie, warum er das alles tut? Warum? Weil er glaubt, er stehe über dem Gesetz. Der Mann hat keine Skrupel, kein Mitgefühl. Der ist eiskalt. Und mit einem solchen Menschen habe ich tagtäglich zu tun, muss seinen Anweisungen Folge leisten, muss mich ständig bei ihm einschleimen, um eines Tages mal seine Nachfolge antreten zu können. Ich bin schon so tief in seinen runzeligen Arsch gekrochen, dass ich mich bereits selbst wie Scheiße fühle. Naja, immerhin hat er es geschafft. Als armer Junge aus einer Einwandererfamilie. Genug! Verschonen Sie mich! Ich muss mir solch dummes Gewäsch von diesem selbstverliebten Egozentriker oft genug anhören. Er vergisst nie, seine großartigen Leistungen hervorzuheben. Fragen Sie mal die Arbeiter in den Bleiminen von Südafrika, wie gut es Ihnen dank Mr. Brackman geht. Man muss ihn aufhalten. Ein greiser Idiot an der Macht eines Weltunternehmens. Ohne Vernunft, ohne Verantwortung. Das macht mich rasend! Es tut mir leid, wenn ich so aus der Haut fahre, aber Sie sehen ja, wie mich der momentane Zustand belastet. Nur zu.
Auch wenn ich nicht mal ansatzweise nachvollziehen kann, wie man einen Menschen so sehr hassen kann, dass man ihm den Tod wünscht. Ja, weil sie ihn nicht kennen. Jeder hier könnte Ihnen eine haarsträubende Geschichte über Brackman erzählen. Tja, und selbst wenn. Also Mr. Brackman wird doch sowieso... Naja, er ist doch schon ziemlich alt und krank. Er wird doch sicher bald zurücktreten. Ach, wissen Sie, genau dieser Gedanke hat mich all die Jahre am Leben gehalten. Der alte Geier hat mir ja sogar mehr oder weniger offen gesagt, dass ich sein Nachfolger sein würde. Nur kam es bisher nicht dazu. Er hatte damals einen Herzinfarkt. Ich witterte schon meine große Chance. Aber wie durch ein Wunder erholte sich Brackman und saß eines Morgens wieder pünktlich in seinem Büro. Vor kurzem hatte er sogar noch einen Herzinfarkt. Den vierten! Wie viele Infarkte wird er noch überleben? Er wird bestimmt noch 100. Und ich warte und warte und warte und sterbe am Ende vielleicht noch selbst an einem Herzinfarkt. Ja, was für eine Ironie wäre das denn? Man muss diesen dreckigen alten Mann gewaltsam mit der Schaufel ins Grab prügeln. Sie würden uns allen einen unschätzbaren Gefallen erweisen. Nein, das mache ich nicht. Er ist ein Verbrecher und nichts kann ihn aufhalten, außer einer Pistole. Alles in Ordnung? Ich bin getroffen. Simon, beruhig dich. Das war doch nur der Auspuff vom Rasentraktor. Der was? Ja, das Rohr scheint nicht ganz dicht zu sein. Das kann doch nicht. Was dachtest du denn, was das ist? Nichts. Ich, hilf mir bitte mal. Du bist heute wirklich hier ausgewechselt. Gefällt mir gar nicht. So, können wir jetzt weiterspielen? Von mir aus. Einen kleinen Moment noch. Ich genehmige mir gerade noch mal einen Schluck. Das scheint mir der Auspuff von diesem Rasenmäher ist nicht das Einzige, was hier nicht ganz dicht ist. Spar dir deine billigen Witze. Auch das noch? Mensch, Simon, so wird es heute nichts mehr. Ist es dein Handy? Sicher. Aber so wichtig wird es nicht sein. Na also, Simon, du bist immer noch dran. Und bitte konzentriere dich bei diesem Drive. Herrje, dann geh von mir aus ran. Okay. Brackman? Hallo? Wer ist denn da zum Kuckuck? Ah, Doc. Guten Tag. Was verschafft mir denn die Ehre? Haben Sie mal wieder schlechte Nachrichten für mich? Sie haben was? Soll das heißen, ich muss gar nicht... Doc... Sind Sie sich im Klaren, was Sie da angerichtet haben? Ich dürfte gar nicht hier sein. Oh mein Gott, ich muss hier weg. Simon? Ich muss hier weg. Simon, warte. Wo willst du denn hin? Simon! Es wurde verdammt nochmal Zeit. Freut mich auch, dich zu sehen, Pap. Los, nichts wie weg hier. Und wohin, wenn ich fragen darf? Egal, einfach nur weg von hier. Bitte sehr. Na los doch! Ja, ja! Wieso bist du so gestresst? Bist du auf der Flucht oder so? Frag nicht, fahr! Gut, dann eben nicht. Liegt das am Licht oder bist du irgendwie gelb im Gesicht? Gelb? Aha, das muss wohl an dieser scheiß Musik liegen. Warum zum Teufel fährst du eigentlich mit meinem Wagen? Du warst so aufgebracht am Telefon, da dachte ich mir, am schnellsten bin ich mit deinem roten Flitzer. Ich habe also nur in deinem Interesse gehandelt. Ah, du meinst wohl, du hast die Gunst der Stunde genutzt. Ach, dir kann man's aber wirklich nicht recht machen, Papp. Jetzt hole ich dich extra am Golfclub ab, so wie du es wolltest, und trotzdem hast du was zu meckern. Woher zum Teufel hast du überhaupt die Schlüssel? Von deiner hochgeschätzten Sekretärin, Monika. Ja, natürlich. Woher auch sonst? Ach, Papp, nun hab dich mal nicht so. Du fährst den Wagen doch eh kaum noch. Und immer in der Garage rumstehen ist für einen Sportwagen wie diesen nun wirklich nichts. Das entscheide ich und sonst niemand. Doc Cunnings hat vorhin in der Firma angerufen. Ich hab ihm deine Handynummer gegeben.
Hat er dich noch erreicht? Ja, hat er. Und? Ist alles in Ordnung? Du hast in letzter Zeit viel abgenommen. Es ist alles bestens. Das freut mich. Fahr mich ins Büro. Aye, aye, Captain. Ich muss heute noch einige dringende Telefonate erledigen. Wie komme ich aus der Sache nur wieder raus? Wenn's so dringend ist, nimm doch das Handy. Niemals! Es handelt sich um vertrauliche Themen. Nichts, was für deine Ohren bestimmt wäre. Aha. Aber wo fährst du überhaupt lang, Aiden? Bist du bekifft? Nein, Pap. Heute mal nicht. Du hättest links in die Rattlesnake Hemrock Road gemusst. Du fährst falsch! Ich weiß. Beruhige dich, Pap. Das ist nicht gut für dein Herz. Der Tamiami Trail führt doch sonst wohin. Ich muss in der Gegend der Everglades noch eine Kleinigkeit erledigen. Und ich dachte mir, ich nehme dich kurzerhand mit. So ein kleiner Vater-Sohn-Ausflug tut unserer unterkühlten Beziehung vielleicht mal ganz gut. Aber hast du mir nicht zugehört? Ich habe dringende Telefonate zu führen. Doch. Ist mir bekannt. Aiden, du wirst auf der Stelle umdrehen! Es ist ja nur ein kleiner Umweg. Du wirst. Oh, ich sollte dich windelweich prügeln! Windelweich! Versuch's gar nicht erst, Pap. Dazu bist du nun wirklich nicht mehr imstande. Ich fasse es nicht, dass du meine kostbare Zeit mit irgendwelchen Bummeleien vergeudest. Was hast du denn schon Wichtiges zu erledigen? Das wirst du schon sehen. Sag mal, willst du mich für dumm verkaufen? Du führst doch irgendwas im Schilde. Spuck's endlich aus! Nur Geduld. Wir wollen doch nicht die Überraschung verderben, oder? Zur Hölle mit deiner Überraschung! Ich hatte heute schon genug Überraschungen! Ich hasse Überraschungen! Tja, ich denke, ich sitze am längeren Hebel. Oder willst du mich aus dem Auto schubsen? Du bist ein Lump, Aiden! Ein dreckiger Lump! Danke, sehr freundlich. Und nun lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Fahrt. Wir erreichen in Kürze unser Ziel. Bragman hier. Mrs. Clifton, sagen Sie alle meine Termine für heute ab. Ja. Ja, auch den. Ist mir egal. Ich sagte, streichen Sie alle Termine, ohne Ausnahme, verstanden? Und sagen Sie Nielsen Bescheid, dass ich ihn sprechen will, wenn ich wieder im Büro bin. Ach, das weiß ich doch nicht später. Er soll auf mich warten. Wie? Das ist doch nicht mein Problem. Aha. Ja. Und noch was. Haben Sie meinem Sohn die Schlüssel für mein Auto gegeben? Beantworten Sie mir meine Frage. Ja? Aha. Dann danke ich Ihnen für die Ehrlichkeit. Sie sind gefeuert! Da hat aber jemand schlechte Laune. Ich hoffe, du hast einen guten Grund für diese Entführung. Einen guten Grund, den habe ich versprochen. Einen sehr guten Grund. Feels like the dice are cast on house. So, da sind wir. Alle Mann von Bord. Hey, wo sind wir? Wir sind da. Hier ist nichts als Sumpf und Pampa. Wen willst du denn hier bitte schön treffen? Ich habe nicht gesagt, dass ich jemanden treffen will. Auch wenn das irgendwie zutrifft. Steig schon aus! Was soll der Blödsinn? Aussteigen! Nimm deine dreckigen Finger weg! Na also, geht doch! Ich verlange auf der Stelle eine Erklärung, sonst rufe ich die Bullen! Die Bullen? Na dann viel Spaß! Warum? Wirst du gleich sehen. Verdammt nochmal, keinen Empfang! Siehst du? Was willst du, Aiden? Was will ich wohl? Wonach verlangt es uns Menschen? Geld? Willst du Geld? Falsch, verdammte Scheiße! Geld! Du glaubst, ich will Geld? Mit Geld kann man in deiner Welt alle Probleme lösen. Stimmt doch, oder? Geld! Was denn dann? Ich will, dass du mir endlich zuhörst. Nur einmal in deinem Scheißleben musst du mir zuhören, kapiert? Du bist nicht bei Trost. Oh doch, Vater! Vater! Wieso fühlt es sich so komisch an, dich so zu nennen? Warum nur? Weil ich wünschte, ich könnte mir die Pulsadern aufschneiden und so die Hälfte meines Blutes aus mir rauswaschen, die dir gehört. Weil mir jeden Morgen das Gefühl die Kehle hochkriegt, dass ich nicht genug für dich bin. Also, da redest du in die Worte eines Geisteskranken. Richtig. Zum ersten Mal fühle ich mich von dir verstanden.
Ich bin geisteskrank. Dank dir, Vater. Du hast mich krank gemacht, weil du dich einen Scheiß um mich kümmerst. Weil ich dir peinlich bin. Weil du mich verleugnest. Weil du dir wünschst, ich wäre nie geboren worden. Und warum? Nur weil ich nicht der Sohn bin, den du wolltest. Weil ich nicht zu deiner Welt passe. In deine kleine Kiste ohne Luftlöcher. Und deshalb hast du mich sogar aus dem Gesellschaftsvertrag streichen lassen. Oh ja. Das Gerücht macht heute Morgen die Runde. Aber wie ich an deiner Reaktion sehe, ist es mehr als ein Gerücht. Das ist der Gipfel der Demütigung. Aber nicht nur mir gegenüber. Du hast außerdem das Versprechen gebrochen, das du Mom gegeben hattest. Und alles nur, weil ich anders bin. Weil ich andere Ideale habe. Die Ideale eines Landstreichers. Ich bin Musiker, Dad. Musiker. Oh, jetzt fängt er schon wieder damit an. Musiker, Musiker. Das ist doch kein Beruf. Musik bringt dich nirgendwo hin. Und deine Musik schon gar nicht. Woher willst du das wissen? Was für Musik habe ich denn gemacht, hä? Ach. Sag es. Nur zu. Sag es, Dad. Welche Musik war es? Ach, was weiß ich. Als ob es jetzt darauf ankäme. Jazz, Dad. Es ist Jazz. Du weißt nichts von mir. Oh, traurig. Wirklich jammerschade. All diese vertane Zeit meines Lebens, die ich nicht damit verbracht habe, Jazz zu hören. So, jetzt hattest du deine 5 Minuten Theatralik. Können wir das Familienalbum bitte wieder schließen? Oh ja. Heute wird sich ein Kapitel schließen. Was? Um Gottes Willen, Aiden. Was hast du mit dem Ding vor? Ich halte das nicht mehr aus. Du hast mein Leben zerstört, hast meine Kindheit und meine Jugend auf dem Gewissen. Aber meine Zukunft, die kriegst Aiden, du nicht. Pack die Knarre weg. Du bist ja völlig von Sinnen. Mein Herz. Oh, dein Herz. War das der Grund, warum nicht der Doktor sprechen wollte? Ist es schlimmer geworden? Dein armes, krankes Herz. Kommst du niemals durch. Man wird dich fassen. Du wirst... Keine Sorge. Ich habe mir das sehr gut überlegt und sorgfältig geplant. Sobald ich dich abgeknallt habe, werfe ich deinen toten Körper in die Sümpfe. Die Alligatoren werden nicht viel von dir übrig lassen. Man wird dich erstens hier nicht vermuten, zweitens hier nicht suchen und drittens niemals finden. Aber meinen Wagen wird man finden. Sie werden rauskriegen, dass Dein du... Wagen? Wieso? Mit dem fahre ich gleich wieder zurück in deine Garage. Und da kann er dann auf dich warten. Ich darf ja auch eigentlich gar nicht mit deinem Auto fahren. Aber diesmal geht das doch in Ordnung, oder? Hat ja keiner mitgekriegt, nicht wahr? Doch. Meine Sekretärin. Etwa die, die du eben gefeuert hast? Die wird ganz schlecht auf dich zu sprechen sein. Außerdem habe ich ohnehin einen besseren Draht zu Monika. Oder für dich, Miss Clifton. Sie wird mich nicht belasten. Aber Aiden... Halt's Maul, Papp! Und mach dich bereit zu sterben. Ist alles okay? Ich bin Frank Rogers, Mr. Brackman. Ich habe gesehen, wie sie dieser Mann bedroht hat. Da habe ich versucht, ihm die Pistole aus der Hand zu schießen. Verflucht ihn. Ich glaube, ich habe ihm in den Unterleib geschossen. Verdammt. Wir müssen sofort einen Krankenwagen rufen. Den Krankenwagen? Ja. Ja doch, mein Handy. Mein Handy. Helfen Sie mir bitte hoch. Moment, ich lege erstmal die verdammte Pistole weg, bevor sie noch mehr Schaden anrichten kann. So, ich halte sie. Verdammt. Ich glaube, ich habe mir den Knöchel verstaucht. Können Sie stehen? Nein, das geht nicht. Lassen Sie mich wieder runter. Was wollte dieser Mann überhaupt von Ihnen? Keine Ahnung. Mein Geld wahrscheinlich. Auf jeden Fall braucht er jetzt Hilfe. Verflixt. Mein Akku ist leer. So ein Pech. Haben Sie ein Handy dabei? In meinem Auto. Dann holen Sie es her, Mr. Rogers. Schnell. Wir müssen uns beeilen. Halten Sie durch, ich hole Hilfe. So, da hat sich das Blatt wohl ganz unerwartet gewendet. Wie? Eben wolltest du mir noch den Kopf von den Schultern ballern und jetzt? Ich genieße jede Sekunde deiner Qualen, Aiden. Du hast es verdient zu leiden. Ich... Du wolltest mich umbringen.
deinen eigenen Vater. Ich selbst dir nicht zugetraut. Weißt, dass ich all meine Feinde bestrafe. Aha, deine Waffe. Die nehme ich lieber an mich. Kinder sollten mit so etwas nicht spielen. Ein mieses Fabrikat. Ich werde dir einen Gefallen tun und dich mit einer edleren Waffe erschießen. Zum Glück weiß ich aus sicherer Quelle, dass sich im Gehäuse dieser Smith & Wesson noch eine Patrone befindet. Nein, bitte. Ich, Alter, ich. Der Vater hat's gegeben. Der Vater hat's genommen. Mr. Bradman? Mr. Bradman, was ist passiert? Mein Gott. Er ist tot. Was haben Sie nur getan? Notwehr. Es war Notwehr. Ich hatte keine andere Wahl. Er hat mich erneut bedroht. Ich glaube Ihnen kein Wort. Wirklich? Glauben Sie, Sie können mich verarschen? Der Mann war völlig wehrlos. Ja, er hat mich darum gebeten. Er hatte so große Schmerzen. Ach, halten Sie die Fresse, das war ein kaltblütiger Mord. Es war mein gutes Recht. Schnauze, jetzt geben Sie mir die Waffe. Bitte sehr. Sie nützt Ihnen ohnehin nichts mehr. Seien Sie endlich still und rühren Sie sich nicht von der Stelle, verstanden? Ich muss nachdenken. So eine verfluchte Scheiße, der ist tot und ich habe keinen Empfang. Scheiße, Scheiße, Scheiße! Wer war das überhaupt? Hat er nicht irgendwo eine Brieftasche? Aber er muss doch... Ach, hier ist sie. Aiden... Bradman? Das war... Sie haben... Sie haben ihren eigenen Sohn erschossen? Was sind Sie für ein krankes Schwein? Sie verstehen nichts. Rein gar nichts. Er wollte mich töten. Die kleine Maus dachte, sie könnte es mit der Katze aufnehmen. Moment mal, was haben Sie gesagt? Nichts. Vergessen Sie es. Das waren Sie. Die ganze Zeit über. Mordecai. Sie sind Mordecai? Wer soll ich sein? Mordecai? Aber das ergibt doch alles gar keinen Sinn. Warum um alles in der Welt wollten Sie, dass ich Sie umbringe? Ich? Ich habe keine Ahnung, was Sie für Drogen genommen haben. Sie haben mich gestern Abend angerufen und erpresst. Jetzt erkenne ich Ihre Stimme. Sie sind der Erpresser und das Opfer. Sie sind Mordecai. Sie sind verrückt. Überlegen Sie doch mal, was Sie da sagen. Nur Sie konnten all die Informationen über mich in Erfahrung bringen. Und diese Sache mit der Maus. Genauso einen Irrsinn hat Mordecai von sich gegeben. Das ist doch nur so eine Redensart. Unfassbar. Sie hätten beinahe mein Leben zerstört. Nielsen hatte völlig recht. Nielsen? Mit jedem seiner Worte hatte er recht. Woher kennen Sie Nielsen? Ich glaube, Sie haben mir einiges zu erklären, Mr. Bradman. Aber vorher werde ich Ihren armen Sohn mit meiner Jacke abdecken. So. Und jetzt erzählen Sie mal schön der Reihe nach. Und bitte fühlen Sie sich nicht unter Druck gesetzt, nur weil ich eine Waffe auf Sie richte. Wenn Sie glauben, Sie können mich damit einschüchtern. Bitte. Zuerst will ich aber wissen, was Sie mit Nielsen zu schaffen haben. Alles zu seiner Zeit, Mr. Bradman. Oder soll ich Mordecai sagen? Na schön, ich habe Sie angerufen. Na und? Erzählen Sie mir nichts, was ich schon weiß. Warum haben Sie das getan? Bitte schön. Sie geben ja doch keine Ruhe. Ich hatte in diesem Jahr einen stummen Hinterwandinfarkt wegen eines verstopften Bypasses. Die Operation war gut verlaufen, doch dann bekam ich plötzlich Bauchschmerz und meine Haut wurde gelb. Mein Hausarzt diagnostizierte Gelbsucht und schickte mich sofort ins Krankenhaus. Dort machte man ein CT. Später sagte mir mein Arzt, die Ursache für meine Schmerzen und die Gelbsucht sei ein Tumor. Er sei in einem fortgeschrittenen Stadium und hätte sich schon auf andere Organe ausgebreitet. Ich bekam Schmerzmittel und er bot mir eine riskante Operation an. Aber im Grunde teilte mir mein Arzt mit, dass man nicht mehr viel für mich tun könne und dass ich wohl nur noch wenige Wochen zu leben hätte. Das war mein Todesurteil. Die OP lehnte ich natürlich ab. Ich wollte meine letzten Tage auf Erden nicht im Krankenhaus verbringen.
Weiter. Sie können sich nicht vorstellen, was für Gedanken einem in einem solchen Moment im Kopf kreisen. Ich konnte es einfach nicht verstehen, warum jemand wie ich, der die Welt verändert hat, sterben muss, während andere Menschen, die es zu nichts gebracht haben, einfach so weiterleben dürfen. Ihre beruflichen Errungenschaften machen Sie auch nicht zu einem besseren Menschen. Was wissen Sie schon? Ich wollte nicht auf diese Weise sterben. Krankenhaus. Nach ewig langem Siechtum und quälenden wie nutzlosen Behandlungen langsam krepieren. Das habe ich nicht verdient, nachdem ich mein ganzes Leben hart dafür gearbeitet habe, ganz oben zu stehen. Warum haben Sie sich dann nicht einfach selbst umgebracht? Ganz einfach. Ich habe zu viel Respekt vor mir selbst, um derartiges zu tun. Sie meinen, Sie waren zu feige? Nein, das meine ich nicht. Ich habe einen würdevollen Abgang verdient, der für meine Person angemessen ist. Umgebracht zu werden erscheint Ihnen angemessen? Ja, äußerst angemessen. Umgebracht wie John F. Kennedy oder Martin Luther King. Amerikanische Helden. Unsterblich geworden durch ihren tragischen Tod. Ja. Und so reift in mir der Plan, jemand ausfindig zu machen, der mich umbringt. Und warum ausgerechnet ich? Oh, ich hatte Sie zunächst gar nicht im Sinn. Ich kannte Sie bis vor kurzem nicht einmal, Mr. Rogers. Ich dachte zunächst an meine offensichtlichen Feinde. Menschen, die ich aufs Kreuz gelegt habe. Davon gab es und gibt es schließlich genug. Aber einerseits war die Auswahl an potenziellen Attentätern unüberschaubar. Und andererseits fiel mir nicht ein, wie ich sie auf die Schnelle dazu bringen sollte, mich umzubringen. Es musste aber eine schnelle und einfache Lösung her. Und diese schnelle und einfache Lösung war ich. Immerhin haben Sie mich über einige Jahre hinweg ganz schön verarscht. Und so etwas lässt sich Simon Brackman nicht gefallen. Schon gar nicht von einem Niemand. Wie sind Sie mir auf die Schliche gekommen? Sie kannten mich doch gar nicht. Trotz der schrecklichen Diagnose, oder vielleicht auch gerade wegen der schrecklichen Diagnose, habe ich mich vollkommen in meine Arbeit gestürzt. Ich war den ganzen Tag im Büro und nahm mir Dutzende von Akten vor. Ich überarbeitete den Gesellschaftsvertrag und kontrollierte die Bilanzen der letzten Jahre. Beim Durchsehen fand ich plötzlich gewisse Unregelmäßigkeiten. Da ich Computern und der ganzen Technik nicht traue, überprüfte ich per Hand ein paar Abrechnungen und Tabellen. Und tatsächlich konnte ich exponentiell wachsende Fehlkalkulationen nachweisen. Erst waren es nur ein paar Stellen hinter dem Komma, aber mein Instinkt sagte mir, dass irgendetwas nicht mit rechten Dingen zuging. Und ich hatte recht. Dennoch hätte jeder dafür verantwortlich sein können. Eben, jeder war verdächtig. Ich wusste nicht, wem ich trauen kann, also beschloss ich, keinen Untersuchungsausschuss einzuberufen, sondern alles selbst unter die Lupe zu nehmen. Und nachdem ich alle Schwachstellen untersucht hatte, war Ihre Division die einzig mögliche Keimzelle für diesen Coup. Ich durchforstete sämtliche Personalakten Ihrer Abteilung und letztendlich war klar, dass nur Sie genug Grips besaßen, so ein Ding zu drehen. Ich habe Sie beschatten lassen. Sie haben ein sehr teures Auto gekauft, Mr. Rogers. Bei Ihrem mittelmäßigen Gehalt eine äußerst verdächtige Investition. Das Geld für das Auto hätte ich ebenso geerbt haben können. Wo ist der Beweis? Der Beweis? Am Telefon haben Sie ausdrücklich erklärt, Sie könnten meine Tat beweisen. Ja? Ach so, der Beweis. Ja, das war ein Bluff. Ein Bluff? Ich musste bluffen, da ich absolut nichts Stichhaltiges gegen Sie in der Hand hatte. Es gibt absolut keine Möglichkeit, Ihre Tat zu beweisen. Sie haben gar keinen Beweis? Nicht den geringsten. Sie durchtriebene Drecksau. Sie können erstaunlich gut führen. Aber sehen Sie es mal so. Sie schulden mir einen ganzen Batzen Geld. Nur wegen des Geldes wollten Sie mich zum Mörder machen? Unter anderem ja. Aber mein Plan geriet aus den Fugen, als ich meine Diagnose als falsch herausstellte. Wie bitte? Ja, ich war auch überrascht. Alle Figuren waren am richtigen Ort postiert. Bereit zum Schachmatt. Ich war darauf gefasst, jeden Moment aus dem Nichts erschossen zu werden. Und dann erhielt ich einen Anruf von meinem Arzt. Offenbar ein Wunderheiler. Nein, nein. Ganz im Gegenteil. Ein Scharlatan ist er. Die Ursache für meine Gelbsucht und die Bauchschmerzen sind harmlose Gallensteine. Was? Wie kann das sein? Offenbar eine Verwechslung. Mein Arzt bekam die falschen Ergebnisse zugeschickt. Die Symptome waren wohl deckungsgleich, sodass er den Irrtum zunächst nicht bemerkt hat. Keine Ahnung, wie es genau abgelaufen ist. Ich denke, Sie verstehen, dass ich da nicht weiter nachgefragt habe, so wie ich da stand. Auf dem Golfplatz. Mit einem Mal eine Zielscheibe wider Willens.
Ich geriet in Panik, weil ich befürchtete, jederzeit von Ihnen erschossen zu werden. Aber Sie waren gar nicht vor Ort, oder? Richtig. Im Gegensatz zu Ihnen hatte ich Skrupel. Er ist ein Verbrecher und nichts kann ihn aufhalten. Außer einer Pistole. Vergessen Sie es, das ist Wahnsinn. Mr. Rogers, denken Sie an die Kinder in den Bleiminen. Wenn ich diese Firma übernehme, werde ich Esther zu einer Firma machen, für die Integrität kein Fremdwort ist. Ich meine, falls Sie es doch tun sollten. Ich stehe zu meinem Wort. Und Sie haben mein Wort, dass ich keiner Menschenseele von unserem Gespräch erzählen werde. Dennoch. Ich werde es nicht tun. Ich kann es nicht tun. Nichts für ungut. Ich bewundere Ihre Haltung, auch wenn ich es ein bisschen schade finde. Haben Sie eine Frau oder eine Freundin, Rogers? Eine Freundin, ja. Warum fragen Sie? Eine hübsche, nicht wahr? Ja, solche Frauen wollen unterhalten werden, das sage ich aus eigener Erfahrung. Wollen Sie die Kleine heiraten? Schon. Ich hatte mir schon immer gewünscht, Sie eines Tages zu heiraten. Na bestens. Ich spendiere Ihnen eine Hochzeitsreise. Waren Sie schon mal in Venedig? Ich könnte Ihnen einen alten, romantischen Palazzo mit Blick auf einen der kleinen Kanäle besorgen. Bitte, Mr. Nielsen, keine unmoralischen Angebote mehr. Das waren genug für heute. Und ich werde auf keinen Fall schwach. Mann, Sie sind wirklich ein Sturkopf, Rogers. Gefällt mir. Auch wenn mir ein toter Brackman mehr gefallen würde. Kommen Sie, ich begleite Sie nach draußen und vergessen Sie Ihre Waffe nicht. Die wollen Sie nicht zufällig behalten, oder? Na, behalten nicht, aber ansehen würde ich mir das gute Stück schon mal gerne. Bitteschön, das Magazin habe ich in der Hosentasche. Es wollte ja nicht aus Versehen zum Mörder werden. Hm. Smith & Wesson. Aha, eine Target Champion. Eigentlich eine Sportwaffe, aber gerade deshalb leicht zu handhaben. Na hoppla, da war aber jemand nachlässig. Sowas kann schnell ins Auge gehen. Tja, interessant. Aber nicht mehr wichtig. Hier, Mr. Rogers, die gehört Ihnen. Was auch immer Sie damit anfangen möchten. Ich danke Ihnen für den Whisky. So einen trinkt man nicht alle Tage. Und richten Sie der Sekretärin bitte aus, dass ich es nicht so gemeint habe. Das der bescheuerten Tippse, meine ich. Ja, das werden Sie ihr mal schön selbst sagen. Sie sehen, Mr. Brackman, ich hatte den festen Entschluss, Sie zu warnen. Dann hatte ich diese Autopanne und kam viel zu spät zum Golfplatz. Ich sah Sie nur noch in einen Wagen steigen und wegfahren. Ich folgte Ihnen, aber verlor Sie auf halber Strecke. Hat etwas gedauert, bis ich Sie wiederfand. Wer fährt schon in die Sümpfe? Inzwischen wünschte ich hätte Sie nie gefunden. Sehr reizend von Ihnen. Denn dann wären Sie jetzt vermutlich tot, erschossen vom eigenen Sohn. Nicht einmal Ihre Sippe hält zu Ihnen, Mr. Brackman. Und ich wäre ein reicher Mann. 2 Millionen von Ihrem ach so loyalen Assistenten Nielsen für einen Mord, den ich noch nicht einmal hätte ausführen müssen. Ihr Sohn hätte das erledigt. Ich hätte heute einfach im Bett bleiben sollen. Sie haben mein Mitgefühl, Mr. Rogers. Halten Sie die Klappe, Brackman. Nielsen hat nicht übertrieben, Sie sind blanker Abschaum. Was Nielsen angeht, da habe ich mich ernsthaft getäuscht. Ich werde ihn zur Rede stellen müssen. Sie gehen davon aus, den heutigen Tag zu überleben? Gut, dass Sie das fragen. Ja, davon gehe ich aus. Ich denke, es ist Zeit für das Grand Finale, Mr. Rogers. Oh, Scheiße. Ja, Mr. Rogers. Sie haben mich leider nur zur Hälfte entwaffnet. In weiser Voraussicht hatte ich Aidens Waffe an mich genommen. Wollen Sie mich etwa auch umbringen? Es lässt sich wohl nicht vermeiden. Zeugen sind immer lästig. Bitte, Mr. Brackman, ich habe Ihnen doch nichts getan. Noch nicht, Mr. Rogers. Doch nun sind die Rollen wieder gerecht verteilt. Die kleine Maus winselt und bettelt um ihr Leben. Wird die Katze Sie verschonen? Bitte. Die Antwort lautet nein. Ha! Was ist das denn? Hören Sie auf. Verdammt! Das gibt's doch nicht! Geben Sie her. Her damit, Dreckschwein! Aha. Dachte ich mir doch. Platzpatronen. Verdammter Mist. Aiden, dieser Nichtsnutz. Er war sogar zu dumm, echte Patronen zu benutzen. Er war nicht zu dumm. Er war wahrscheinlich zu gutherzig. Im Gegensatz zu Ihnen hätte er es offensichtlich nicht übers Herz gebracht, Sie zu erschießen. Er wollte Ihnen wohl nur einen Schrecken einjagen, warum auch immer.
Oder er hat gehofft, sie würden an einem Herzinfarkt sterben. Das sehe ich ähnlich. Dieser feigen Memme. Sie haben noch immer nichts begriffen. Er war ihr Sohn. Jetzt reißt mir allmählich der Geduldsfaden. Sie am Leben zu lassen, wäre eine weitaus größere Sünde, als sie umzubringen. Wie wollen Sie mich denn umbringen, hä? Nur zu. Nehmen Sie die Smith & Wesson. Das Magazin ist leer. Es befanden sich 2 Patronen im Gehäuse. Eine haben Sie auf Aiden abgefeuert und die andere? Naja, Sie wissen ja. Stimmt. Sehr clever von Ihnen. Sie haben das alles gut durchdacht und doch ist Ihnen ein kleiner, aber alles entscheidender Fehler unterlaufen. Es waren tatsächlich 2 Patronen im Magazin. Aber eine war bereits im Lauf. Eine zufällige Entdeckung, als Nielsen die Waffe noch einmal ohne Magazin durchlud. Sie kullerte ihm einfach entgegen. Die 3. Patrone. Was? Das ist... Sie blöffen doch nur. Schon möglich. Wollen Sie es darauf ankommen lassen? Oder gestehen Sie sich ein, dass auch der große Mr. Brackman fehlbar ist? Aber ich hatte doch... Das Magazin... Verflucht, ich weiß das nicht mehr. Sie wissen es nicht mehr. Ganz genau. Selbst wenn Sie noch eine Patrone im Lauf hätten, Sie würden mich nicht erschießen. Sie können keinen Menschen erschießen. Ihre Worte! Warum nicht, Mr. Brackman? Haben Sie noch nie erlebt, dass am Ende die Maus die Katze frisst? Die Sprecher und ihre Rollen: Simon Brackman alias Mordecai, Matthias Ubert, Frank Rogers, Robert Frank, Charlotte, Sonja Röhrig, Francis Ferguson, Mark Schüllert, Matt Kramer, Werner Wickening, Aiden Brackman, Michael Schreiber, Monica Clifton, Dagmar Bittner, Andrew Nielsen, Tom Westerholt. Vor- und Abspann, Markus Raab. Das Produktionsteam. Buch, Philipp Hümmerich. Co-Autor, Regie und Schnitt, Ronald Martin Bayer. Lektorat, Robert Kerrig. Covergestaltung, Michael Schreiber. Musik, ERH, Philipp Hümmerich und Dizzy mit Everlasting Now. Dieses Hörspiel wurde im Jahre 2015 veröffentlicht unter der CC-Lizenz 4.0. In Memoriam Eva Maria Mudrich.